Wir sind zurück bei Studio 47 live, bei mir nach wie vor zu Gast Dr. Sabine Uhlen und wir haben gerade über den Film Dennoch gesprochen, auf Haiti gedreht, der jetzt auch in einer langen Fassung fertiggestellt werden soll. Das Ganze ist aber, wenn ich es richtig verstehe, ein Randprodukt dessen, was Sie eigentlich auf Haiti vorhatten. Das war nämlich Folgendes. Ja, wir haben ja in Haiti seit 25 Jahren arbeitet die Stiftung dort. Der Peter Hesse ist da irgendwann hingekommen als Manager und war berührt von der Not der Kinder und hat überlegt, was kann ich tun. Hat seine Partnerin gefunden, die Montessori-Ausbilderin ist. Und die beiden haben angefangen, einfache Frauen aus Haiti auszubilden in Montessori. Vorschule, 3 bis 6 Jahre. Das stützt also, wenn man so will, dass das staatliche Erziehungs- und Bildungssystem, das vermutlich in Haiti nicht so groß ausgeprägt ist. Das gibt es gar nicht. Also es ist völlig eigene Initiative, die Lehrerinnen leben von Schulgeldern, das sehr niedrig ist. Aber da die Lehrerinnen aus den Dörfern kommen und zurückgehen in ihre Dörfer, brauchen sie nur sehr wenig Geld. Ja. Und können dort mit dem Geld, dem Schulgeld, ihre Existenz gründen. Das heißt, alle von uns ausgebildeten Lehrerinnen sind unabhängig von der Stiftung. Die Schulen sind unsere Partnerschulen. Wir unterstützen die nicht mehr. Ja. Jetzt müssen wir sie unterstützen, die zusammengebrochen sind, dass sie wieder aufbauen. Aber die Lehrerinnen, wenn die fertig sind, kriegen die Montessori-Ausrüstung, vielleicht ein bisschen Holz für ihre Hütten, aber dann gehen die in ihre Dörfer und bauen auf, in Eignerschaft. Also eine Entwicklungshilfe, die absolut nachhaltig ist. Wir haben da Schulen, die nicht mehr von uns abhängig sind. Ja. Und teilweise sind jetzt schon die Lehrerinnen, die von uns ausgebildet sind, bilden selber wieder Lehrerinnen aus. Also an sich selbst erhaltenes und entwickelndes System. Mit recht wenig Geld. Eigentlich das Geld von Peter Hesse, der sein ganzes Vermögen da reingegeben hat und über viele Jahre einfach sehr, sehr engagiert gearbeitet hat. Sie sind im Vorstand der Peter Hesse Stiftung. Inwieweit hat diese Katastrophe auf Haiti die Arbeit jetzt dort vor Ort denn zurückgeworfen? Ja, sehr erheblich. Unser Ausbildungszentrum in Port-au-Prince ist zusammengebrochen. Mhm. Alle Materialien, die da drunter waren, sind gebrochen. Aber auch natürlich unsere Lehrerinnen, unsere Schulen sind betroffen. Oder unsere Partnerschulen sind ja nicht mehr unsere. Ja. Einige Lehrerinnen mussten aus den Trümmern rausgeholt werden. Und die haben sich jetzt versammelt in einem Ort außerhalb des Erdbebengebietes in Liancourt. Dort hatte eine der Lehrerinnen schon eine Vorschule und dort wird unser neues Zentrum aufgebaut. Das heißt, wir haben jetzt schon nach Land geguckt. Wir schauen nach einem großen Schlafsaal für die Lehrerinnen, die dort oder die Studentinnen, die neu kommen. Also es geht dennoch weiter und auch die Solidarität der Lehrerinnen untereinander zu sehen und die Kraft und mit der diese Menschen auch mit diesem neuen Schicksalsschlag umgehen, hat mich sehr tief gerührt. Ja. Wann wird es das nächste Mal für Sie nach Haiti gehen dann? Das wird sich zeigen. Also mein Thema ist ja auch Traumaarbeit, also Trauma ist ja auch nichts anderes als Stress, Stressbewältigung. Ich bin sehr interessiert, auch von den Haitianern lernen. Ich glaube, wir können sehr, sehr viel lernen, auch im Sinne von Partnerschaft und zu schauen, was können wir von unseren Stress- und Traumabewältigungsmethoden in die Montessori-Vorschulerziehung einbringen. Und wir haben uns überlegt, dass wir die Hauptausbilderin, unsere Carol, dass wir diese Schulen in diesen Dingen, damit sie spricht Kreol, kennt die Kultur, dass sie einbringt. Wir können nichts Westliches aufsetzen und das ist auch eine Überheblichkeit, weil ja diese Menschen vielleicht sogar teilweise bessere und andere Stressbewältigungsmechanismen haben als wir. Und wir können von ihnen lernen in manchen Bereichen. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Kraft und viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Dankeschön. Und danke, dass Sie heute Abend bei uns gewesen sind, Frau Dr. Uhlen. Dankeschön. Gerne.